Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich an diesem wunderschönen, verregneten Morgen, so wie es aussieht. Und meine Tierlein haben ganz kräftig Hunger, so wie es aussieht. Es sieht tatsächlich so aus, ja. Ich wiederhole mich. Ich habe hier einen Erfolg, Tieressenzen sammeln. Ja, den nehmen wir natürlich gleich mal mit. 50 Quarzedelsteine kann man natürlich super brauchen, nachdem wir jetzt so viele ausgegeben haben. Sagt mal hier, alle ganz schrecklich hungrig. Ja, es freut mich ja, es freut mich ja. Vielleicht gibt es ja dann auch mal ein Level-Up. Hust, hust. Okay, aber wir drehen erstmal unsere Runde und gucken, was es so zu tun gibt heute. Wusstest du, dass man mit der richtigen Geistfinder-Ausbildung die Gedankengäste lesen kann? Ja, das kennen wir schon. Kannst du mir das bringen, was ich gerade denke? Das haben wir natürlich dabei. Tada, es ist richtig. Essenz eines glücklichen Wichts. Schwupp, schwupp, schwupp. Mal gucken, ob es heute wieder schnell geht, nachdem wir gestern so viel zu tun hatten. Lass mich gerne überraschen. Angenehm überraschen. Ja, ich mag ja schon, wenn die Story weitergeht. Okay, dann gucken wir einfach mal einmal im Kreis rum. Da ist schon mal nix. Auch nicht, aber etwas weiter drüben. Er hat ja sowieso nicht so oft was. Oh, du bist es wieder. Nun, wenn du schon mal da bist, kannst du mir auch einen Stein bringen, wer hätte es gedacht. Einen goldenen, ein rohes Mineral in der Nähe eines Teleskops. Ach, das ist ja fast der Nachbar. Er will auch nichts. Bäckerin will auch nichts. Wieso geht? Ist da noch nichts drauf? Ah, wahrscheinlich gleich. Ist gerade so im Cooldown-Ding drin. Wahrscheinlich. Aber da wir es gestern innerhalb einer Folge geerntet haben, müsste es eigentlich auch jetzt gleich frei werden wieder. Müssen wir nachher dann nochmal gucken. Ja, unser neuer hat was. Halt, Teleskop, wollten wir erstmal gucken. In der Nähe eines Teleskops. Na? Da liegt's doch fett breit. Okay, was mir gestern übrigens noch aufgefallen ist im Nachhinein, dass die Deko hier, das sind alles Federn, ne? So, wo schreibt? Federspitzen. Mit Tinte sogar dran und er hat auch an seinem Helm, an seiner Haube, an seiner Mitra Tinte kleben. Willkommen, bist du hier, um mehr über unseren Kaiser zu erfahren? Du musst wissen, er ist das Zentrum unseres Glaubens. Seine Hoheit kommuniziert direkt mit den Heiligen Geistern. Durch ihn lassen sie uns an ihrer Weisheit teilhaben. Ach, ich war einst wie du, ein Findelkind, das von seiner irdischen Familie verlassen wurde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich verlassen wurde. Naja, so ein bisschen schon vielleicht von meinen Geistfinderkollegen, die so langsam die Hoffnung aufgeben. Ich wurde auf den Stufen eines Klosters zurückgelassen. Die dort ansässigen Mönche zogen mich groß. Klingt bis jetzt eigentlich, naja, bis auf, er wurde alleingelassen von den Eltern, recht positiv. Unter ihrer Anleitung lernte ich die heiligen Säulen unseres Glaubens. Und die wichtigste war gemeinnützige Arbeit, der Schlüssel zur Erleuchtung. Ja, das tue ich ja jeden Tag, oder? Möchtest du erleuchtet werden? Ich habe so viel Müll auf dieser Insel herumliegen sehen. Kümmere dich darum und mache den ersten Schritt auf deinem Weg. Zur Erleuchtung,
Mein Nachbar meinte, das Ding sei bei einem Teich hinter etwas. Oh, Teich ist immer so eine Sache. Jetzt bringen wir erstmal den Stein zurück. Oh, wir müssen noch mehr Steine sammeln. Ich gerade. Nicht nur den einen. Sind da drei. Okay. Da ist ein Teich. Vielleicht ist es ja da sogar schon. Und ein trauriger Wicht. Teich, Teich, Teich. Teich. Es gibt nämlich inzwischen mehrere Teiche. Deswegen muss es nicht hier sein. Doch da. Müll. 5 Stück. In der Nähe eines Klappstuhls. Na, das liebe ich ja immer. Klappstuhl. Klappstühle sind ja doch sehr reich gesegnet hier in diesem Gebiet. Dann gucken wir einfach mal weiter erstmal. Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Verliebt? Verliebt? Ah, da können wir wieder welche zusammenführen. Nur noch die Herzchen holen. Manchmal, wenn die so relativ nah aufeinander hocken, dann denkt man oft, das ist der, den ich gerade gesehen habe. Aber nein. Das Ideale ist, dass man nicht so weit locken muss und nicht so viele Herzchen verbraucht. Und du hast was zu erzählen? Ich kann mich nicht entscheiden, wem ich als nächstes helfen soll. Jemand braucht einen Spiegel. Ich habe sogar einen Spiegel. Wie wäre es mit dir? Jemand braucht einen Spiegel? Oh, du willst meine Geschichte nicht hören? Sie ist uninteressant. Du willst meine Geschichte nicht hören? Also das ist eigentlich die Antwort auf beide Möglichkeiten gewesen. Weil das eine war, wie wäre es mit dir? Und da kann sie genau das gleiche antworten. Eine alleinerziehende Mutter mit 7 Kindern hat gar keine Zeit für Probleme. Oh, ich glaube, die hat genug Probleme. Stimmt, sie hat bis jetzt nämlich nie über sich gesprochen. Bis jetzt hat es so geschienen, als ob sie die Einzige wäre, die hier keine Probleme hat und sich nur um die Probleme anderer kümmert und ihnen Gutes tut. Und 7 Kinder? Das heißt, sie ist es gewohnt, sich zu kümmern. Sie ist sozusagen die Aufopferung wahrscheinlich für die anderen und vergisst sich dabei vielleicht immer. Vielleicht ist das ihr Problem. Keine Zeit für... Ich hatte mit meinen Kindern schließlich schon reichlich zu tun. Eben. 2 Herzchen voll. Und ein Müll liegt hier rum. Oh, sie hat diesmal gar keinen so einen Zaun um ihr Dingens rum. Mit Stühlen, das ist komplett anders angeordnet. Was wir ja öfter haben, wenn sich die Landschaft verändert, wenn wir ein Stück Land dazu bekommen, dass dann auch das Aussehen des Gebietes bestimmter NPCs anders ist. Auf Dauer. Hier zum Beispiel schaukeln alles die Stadt immer hier unten. Also das hier war natürlich schon immer da. Aber hier war immer so ein Zaun rum und dann waren hier die Bänke so ein bisschen wie in einer Baumschule. Wahrscheinlich sollte das auch sein. Eine Pflanzenschule. Ach, verflixt. Ich müsste heute eigentlich auf der ganzen Insel Abholungen. Ja, das kennen wir schon. Ein paar Päckchen finden. Wichte, durchsuche die Grashaufen einer Bank in der Nähe eines Baumstumpfs. Okay, die ersten müssten eigentlich ganz gut zu finden sein. Na komm, gehen wir gerade mal hier weiter. Ich hoffe ja inständig, dass wir heute endlich mal unsere Vögel zusammenkriegen. Das ist grauenhaft. Diese furchtbaren Wichte haben sich mit meiner Spezialröstmischung aus dem Staub gemacht. Bitte hilf mir. Ohne meinen Kaffee überstehe ich den Tag heute nicht. Auch eine Verfolgung. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich keinen Platz für irgendwelche Muscheln. Oder nur noch ganz wenige. Oh,
Und wir haben schon alle Mineralien zusammen. Potzblitz, ich bin am Verhungern. Wenn du meiner Seele und meinem Magen etwas Gutes tun magst, bring mir eine Admiralsplatte. Das hatten wir auch schon des Öfteren. Hoffentlich kannst du meinen Hunger stillen. Oh, Muscheln und gewöhnliche Fische. Okay, ungewöhnliche Muscheln und gewöhnliche Fische. Sollte nicht ganz so schwierig werden. Da haben wir schon die Muschel. Ah, Müll. Das Gute ist, dass man es am Strand immer so schön sieht, es sei denn, es ist dahinter versteckt. Oh, wir haben tatsächlich Platz im Gepäck. Ich habe mir gedacht, als nächstes, von den nächsten 200.000 werde ich mir wahrscheinlich wieder hier Gepäckplatz kaufen. Weil das ist schon super. So, dann haben wir jetzt unsere Runde durch, ne? Da haben wir noch ein bisschen Müll. Und jetzt gucken wir gerade mal in der Nähe des Klappstuhls. Ja, wer hätte es gedacht? Ah, da hinten ist einer, der was stibitzt hat. Ein Kaffee bei einem Grab. Das wäre dann da hinten. Du bist das, hm? Du bist das, du bist das. Ja, sag mal, ich will Schalterwand vorbei. Ah, Kaffee auch schon. Dieser Stein ist ziemlich gut. Hier, nimm, ist kein Stein, daher habe ich kein Interesse dran. Aber Barren, die nehmen wir natürlich gern. Und ein Geschenk haben wir auch gefunden. So, was haben wir denn jetzt noch für Quests? Ja, da müssen wir noch den Müll finden und dann haben wir nur noch random Quests, die wir schon kennen. Na, guckt mal da. Jetzt ist es gespawnt. Aber diesmal haben sich die Erzspots nicht verlagert. Haben wir den hier schon? Nein, warte. Bei ihm ist noch einer, genau. Und hinten bei der Bürgermeisterin, aber die habe ich gerade schon gesehen, dass der noch nicht durch ist. Den habe ich gestern als letztes. Hey, die wollen heute alle Radieschen haben. Hier kommt dein Kaffee. Guck mal. Gut, jetzt kommen meine Stressgedanken langsam wieder in Fahrt. Eigentlich ist doch gut, wenn man keine Stressgedanken hat, oder? Stehe ich da was falsch? So, jetzt gucken wir mal nach den... Klappstühlen. Da hat es ja ganz viele hinter etwas, ne? Yes. Den nehmen wir auch gleich mit. Liebe Klappstühle. Hier sind nur die zwei, gell? Normal hatte er immer noch ein bisschen mehr. Gucken wir mal zu den nächsten. Hier unten hat es immer noch welche. Und bei unserem Bastlerkumpel hier. Ah, guckt mal da.
Müll. Ah, bringen wir mal wieder zurück. Du hast ausgezeichnete Dienste geleistet. Du bist nun bereit, dich unserem bescheidenen Glauben anzuschließen. Oh, ich weiß nicht, hört sich nach einem Kult an. warum nicht? Nimm dies mit meinem Segen. Fortan bist du das jüngste Mitglied der kaiserlichen Kirche. Immer zugetan sein. Da sieht man's hier oben, da ist nämlich die Tinte dran. Ein Geisterholz. Und eine Akolytenrobe. Oha. Packen wir gleich mal in den Kleiderschrank. Wie sieht die denn aus? Aha, süß. Aber man sieht's irgendwie kaum, finde ich. Okay, dann haben wir jetzt nur noch Random Quests. Und sonst nicht wirklich spannende Dinge, es sei denn, wir bekommen heute noch die Vögel zusammen. Sollte das der Fall sein, hänge ich natürlich noch ein bisschen was ran und gucke, was passiert. Aber jetzt mache ich erstmal hier alle meine Aufgaben, die sonst so anstehen. Wir können ja hier noch das Geisterholz kaufen, zur Vollständigkeit. Sonst noch was Spannendes? Nö. Und dann gucken wir mal, ob es da noch was zu erzählen gibt. Von dem her danke ich euch heute schon mal fürs Zuschauen. Wie gesagt, kann sein, dass noch ein kleiner Nachtrag kommt, je nachdem. Und wenn keiner kommt, dann bis zum nächsten Mal.